Weil okay. Ich war mal auf einem anderen Server und da wurde ich eigentlich von jedem zusammengeschlagen, geschossen. Zusammengeschlagen worden, irgendwie windelweich geschlagen, ne? Ja, was ich jetzt schon gehört habe, habe ich von jemand anders im Video gehört, da hat jemand so eine kleine Geschichte erzählt vom Dean Hall. Da haben die Waden des Dahense einfach mal so ein bisschen grob überschlagen, einfach mal geguckt, so wie die verschiedenen Server sind, wie die Leute darauf reagieren, und das war irgendwie so ein Cheat oder ein Bug, das sind alle auf einem Platz gespawnt. Das war okay, irgendwo an der Küste, wo auf den Server gekommen sind. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Hack war oder so, wo sie alle auf einen Punkt teleportiert worden sind. Und viele, ich weiß es gerade nicht, wer jetzt zum Beispiel Deutsche oder so, hat sich klar über den Haufen geschossen, alle samt, und sind dann wieder reconnected und hat sich wieder über den Haufen geschossen, weil sie immer am gleichen Punkt gespawnt sind. Okay. Und ich glaube, die Schweden, die haben sich da gegenseitig geholfen und haben sich dann, sind dann zusammen losgezogen und haben dann was erlebt, dieser Ding. Und ich fand es ziemlich cool, so der Vergleich, dass es dann wirklich so auch an der Nationalität hängt, ja, wie die Leute drauf sind. Gut, es kann auch von den Menschen einzeln abhängig sein, sag ich mal, wenn der eine anfängt mit Schießen oder zwei, drei Leute, das schon, aber ich glaube so gerade so die Skandinavier sind sowas sowieso eher hilfsbereit und lockerer eingestellt und die Deutschen sind halt immer so, mir misstrauen gern halt alle. Das wollte ich jetzt nicht. Und, das könnte gut sein. Also und dann cool. Schieße ich lieber einen über den Haufen, bevor ich noch frage, ist ja klar. Ne? Das ist ja das, aber ich frage lieber gern. Also ich bin immer einer, der gerne sagt, okay, allem, hey. Ja, vor allem gerade hier mit der Ingame-Sprachfunktion ist das ja echt super. Vor allem hört man das ja auch echt weit, also. Ist ja nicht so, dass du jetzt 2 Meter neben ihm stehen musst, um das zu machen. Also du kannst ja schon von viel weiter wegrufen. Jetzt hattet ihr gerade auch den Lag, oder? Ja, ja. Das ja, ist immer zeitgleich. Das immer ist gleich, so, okay. Das serverbedingte Lags. Serverlags, ja. Gut, kann man sich mindestens drüber aufregen, wenn es zum Schießgefecht kommt, die Lags haben dann immer beide. Ja, schon. Falls man stirbt, mitten in einem Lag. Ich geh mal hier schnell rein. Ja, die Baracke ist auch offen, das ist nicht so. Es ist hier alles offen, deswegen, das nimmt mich schon extrem Wunder. Normal ist ja alles zu. Das sind immer diese Serverpiraten, die sich von einem zum anderen hacken und immer hier den schönen den Flugplatz abgrasen. Ja, muss dazu sagen, es ist ja kein Hack. Nee, das ist ja. Ich hab's ja auch schon gemacht, aber nicht für gern, sondern weil ich jedes Mal auf dem Server gechannt bin, wo mitten in der Nacht war und ich absolut gar nichts gesehen habe. Wenn das. Hier ist ein grüner 35 Platzrucksack. Ja, dann nimm ihn, wenn du ihn grün willst. Nein, mein roter gefällt mir, den behalte ich. Da ist so eine Maske. Was haben wir hier? Eine Maske? Eine Payday-Maske oder was? Nee. Hier liegt ein Ding, Mundschutz. Cool. Eine Crowbar, falls sie jemand will. Nein. ich brauche sie nicht. Oh, Crowbar. Zombie. Echt? Ich habe gerade einen Zombie gehört auf jeden Fall. Die gibt's ja auch noch irgendwo hier. Habe ich mir mal sagen lassen. Das sind da kommen zwei Mann. Oh, Alec, da kommen echt zwei. Die haben eine angeschlagene Waffe. Ach du Scheiße. Friendly? Wo? Man, friendly? Friendly. Hey! Don't shoot, please. Boah, ich renn mal weg, ey, gell? Ich hab echt Schiss gehabt. Wo seid ihr, Mann? Ich bin von euch getrennt. Wir sind an der Baracke jetzt. Hey? Welche Seite ist ihr? Ja, eben welcher. Sascha, welcher bist du jetzt? Ich bin da vorne an der Zaun, ich sehe die zwei. Du bist da, du bist gerade bei mir, Alter. Ja, da ist so einer am Mülltonne, ist das einer von euch? Nein, das sind die Feinde. Ich bin an der Ecke ganz hinten wieder vom Weg, jetzt, wo wir hergekommen sind. Ich höre die nicht. Hallo? Deutsch? Hallo? Ja, wo seid ihr, Alter? Ja, er schleicht sich hier vor. Ich bin tot. Er hat mich abgeschossen. Fuck, ich hau ab. Das ist friendly, Leute. Bist du das? Die sind an der Baracke. Ah, boah, ich hau an, Mann. Die haben dich echt abgeknallt. Natürlich, der ist um die Ecke gekommen. Ich hätte die schon so lange abschießen können, ne? Aber ah, das ist echt. Das ist zum Thema nur friendly, man. Ja, das bin ich. Boah, ich geh jetzt weg. Ich geh direkt in den Wald, Mann. Ja, rennt weg. Ja, ey, das gibt's ja nicht. So eine Scheiße. Ah. Ja, ich habe ja mit denen geredet, die haben nicht geantwortet. Normalerweise hätte ich schon schießen sollen, aber ich dachte mir einfach vielleicht. Das ist immer man hat einen guten Gedanken, ne? Man will jetzt auch nicht einem anderen das Spiel verderben und dann kommt sowas. Ja, eben. Da waren es zwei Stück oder wie? Ja, es waren zwei. Und die waren ziemlich gut ausgestattet, so wie ich das gesehen habe. Ja, die wären locker tot gewesen, also ich habe es ja viel früher gesehen. So, ich würde sagen, wir gehen hier mal auf den Boden, ja, richtig. Und warten hier einfach ein bisschen ab.
Ja gut, ich tue 9 Scheunen. Oh Mann. Ich weiß, irgendwie wird mir das auch noch irgendwann wieder mal passieren. Ja, ich dachte halt, ich rede mal mit denen. Ja, klar, richtig so. Ne? Aber die haben halt nicht geantwortet. Ey, Mann, ich bin fast zu dem einen hingerannt, ne? Ich dachte, das ist halt ihr. Oh Mann, fuck. Oh Mann, bei mir ist echt noch alles grau. Ihr habt jetzt sie abgeschossen wenigstens. Ja, ich hab nur dich gesehen. Und die anderen ich hab euch gesucht. Ich wusste nicht, wo ihr seid. Und dann bin ich ganz weggerannt. Und bin ganz anderen Bogen gegangen dann. Weil ich wusste ja nicht, was die... Und dann habe ich Schüsse gehört und da war ich eh schon halb am Wald. Boah, also jetzt müssen wir echt aufpassen. Ja, also aufs Feld gehen wir sicher nicht mehr. Ja, wie ist das? Deine Leiche liegt ja jetzt da, aber die werden die jetzt halt looten, ne? Dann schießt sie ab. Gerade als Rache für diese Aktion, ja. Das merkt man halt wieder, da sind wieder keine freundlichen Menschen unterwegs. Das ist einfach traurig schon. Ja, traurig. Das ist echt. Also ich meine... Er war klar, gut equipped, aber ich frage es sogar friendly, ich gehe sogar weg von denen, weißt, damit sie keine Angst haben müssen, gehe um die Ecke. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob sie sich bedroht gefühlt haben, aber sie haben halt nicht geantwortet, deswegen bin ich hinter die Ecke gegangen. Und ich habe dann halt rumgeguckt, ich war halt auch nicht in der Ego-Perspektive, leider, deswegen war ich wahrscheinlich zu weit vorne, habe rumgeguckt und... Ja, war dann tot von der Pumpgun. Ich weiß gar nicht, was das war. Ja, es war ein Schuss nur, aber er war richtig laut auf jeden Fall. Ja, es hat Bump gemacht und dann war er fertig. Er hat wahrscheinlich einen Kopfschuss gegeben, oder? Ich weiß es nicht. Also es gibt ja anscheinend noch keine Schrotflinten im Spiel. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich natürlich geschossen. Ja, natürlich, dann hätte ich auch geschossen, aber... Vor allem, wie schnell man tot ist. Krass, hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ja, es ist halt realistisch, krass. Wenn sie dir den Kopf geschossen haben, klar, dann ist sofort fertig. Ja, dann hätte ich mich jetzt gerecht oder rennt ihr weg gerade? Ja, wir sind jetzt noch im Wald. So. Ja, wir sind noch im Wald, weil ich weiß nicht, die haben ja gesehen, dass wir zu dritt sind. Ja, ich weiß nicht, ob die das gesehen haben. Die haben uns gar nicht gesehen. Die hätten uns gar nicht bemerkt, wenn ich nichts gesagt hätte. Weil ich dachte, ich probiere das mal, wenn wir es kurz vorher schon gehabt haben. Ja, wie gesagt, es war alles offen. Das war eh schon das Komische. Ich habe leider echt gerade keine gute Optik, weil mir alles verschwommen ist durch meine komische Krankheit, was auch immer ich habe. Ich sehe einfach gar nichts. Sicher, dass die Krankheit ist nicht die Grafikeinstellung. Nee, ich habe alles grau. Das kommt davon, weil ich eben vorhin Hunger hatte und gerade wo das angezeigt wurde, ist bei mir alles grau geworden. Kann auch nicht reconnecten gerade. Echt nicht, okay. Weiß nicht, das dauert ein bisschen. Testing 1, 2, 3, please wait. Steht ewig da. So, ich gehe jetzt mal hier. Ja, den Bug hatte ich auch schon mal, dass man gar nicht drauf kommt. Und dann bin ich einfach komplett ins Hauptmenü zurück und dann nochmal neu gejoint, dann hat es irgendwie geklappt. Jetzt müssen wir echt aufpassen, nicht, dass der Server gleich hier neu startet, weil das kommt von der Zeit her wieder mal hin. Und es wäre jetzt in dieser Situation wirklich nicht sehr geschickt. Ich weiß nicht, also wir schleichen uns jetzt mal wieder an, vielleicht können wir dich rächen. Ja, also wenn wir sie sehen, auf jeden Fall wird angelegt und abgeschossen. Neues Ziel, Berenzino. Weil ich bin ganz rechts unten gespawnt. Okay. Oh je. Ach ja, gut, mir macht es eigentlich gar nicht so viel, aber nächstes Mal weiß ich, ich weiß nicht, ob ich nächstes Mal dann schießen würde. Es ist schwierig, wenn so eine Situation speist. Weiß ich, also gerade wenn man in der Gruppe spielt, glaube ich, sollte man vielleicht, ich weiß, es klingt jetzt vielleicht hassi, aber sollte man vielleicht diese Mehrzahl ausnutzen und ihn einfach nur über Haufen schießen und fertig. Es sei denn, er sagt auch gleich friendly. Ja, also wir haben nichts gesagt und ich habe halt dann weitergeredet auf Englisch, auf Deutsch und nichts geantwortet. Es haben wahrscheinlich irgendwelche Leute, die halt, was weiß ich, keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, nächstes Mal, wenn ich irgendjemanden sehe, dann schieße ich höchstwahrscheinlich, außer er hat jetzt halt nichts zum Beispiel oder hat nur eine Axt. Was macht meiner? Er steht einfach auf. Aber mit einer Waffe in der Hand, einem Gegner, dann werde ich... Außer wenn er mit dem Rücken zu mir steht. Dann werde ich das probieren und sagen, er soll sich nicht umdrehen, sonst ist er tot. Ich würde ihm einfach so ganz schnell Handschellen anlegen. Ja, Mann, das wäre voll cool. Das dauert ein bisschen, das hörst du auch leider. Ja, ich hab's auch gehört. So, das war da vorne rechts irgendwo, aber es kann sein, dass die jetzt natürlich schon über Stock und Stein sind. Ja, die sind in der Baracke, denke ich mal, weil die fühlen sich sicher, weil die denken, ich war alleine. Weil ihr habt ja nichts gesagt, nur ich. Ja gut, ich habe auch, hab auch mal was kurz gesagt, auf jeden Fall, ich habe mal friendly. Alter, der hat sich gerade gerollt bei mir. Ah, egal, stimmt. Was ist denn? Weil in meiner Leiche sind Karte und alles mögliche. Aber ich frage mich, wir wollten halt wahrscheinlich auch nicht alles verlieren, aber warum hätten sie nicht geantwortet? Also ja, vielleicht wussten sie nicht, wie das geht. Vielleicht war es ihnen auch einfach egal. Das kann halt auch sein, jetzt weiß man es nicht. Ja, mein Gott. Egal, weiter geht's. So ist das Spiel. Ja, ich meine, also, das Spiel, ich will gar nicht wissen, wie oft ich noch sterben werde und ich werde es jedes Mal hassen. Ja. Ja gut, ich gehe jetzt halt ich gehe jetzt Richtung Berenzino und von Berenzino will ich mal den Devil Cast. Also werde ich hier oben mal alles entdecken. Also da können wir uns jetzt treffen. Ich werde jetzt die ganze Städte hier mitnehmen, looten.
Und ja, gucken halt, dass ich da vielleicht. Aber ist cool, ich glaube, dass der Charakter übernommen wird, weil es gab ja letztens jetzt ein Ding, ein Update, wo alle alten Charaktere gelöscht wurden. Und ich glaube, dass sie das jetzt hinbekommen haben, dass es jetzt nur noch einen Charakter gibt. Ja. Ich hoffe es zumindest. Ja, also bei mir hat es bis jetzt immer geklappt, eigentlich mit dem einen Charakter. So, Ray, wo bist du eigentlich? Ich sehe dich gar nicht. Ich gehe jetzt gerade in den Wald, dieses Waldstück und versuche näher ranzukommen. Du siehst ja so ein paar Bäume, die da so hinführen, ne? Du bist weiter rechts dann oder wo? Ihr hättet die Chance, wo sie auf mich geschossen haben, nutzen sollen. Hättet ihr meine Leiche einfach im Visier behalten können, wenn sie da. Ja, richtig, drauf. Das hat mir auch gedacht. Aber in dem Moment dachte ich noch, ich habe nur einen gesehen und auf den bin ich zugerannt und hab dir gesagt, nee, das sind die Feinde. Und dann bin ich weggerannt. Und dann war An der Mülltonne weg. Waren die Feinde, genau. Deswegen. Ja, da habe ich einen gesehen. Ja. Ich weiß halt auch nicht, wie genau die Waffe ist, ne? Aber so, ich geh jetzt mal auf den Hügel hier, vielleicht sehe ich da was. Oh, da vor mir ist einer. Hey! Ja, red mal mit ihm. Hey! Hey, man! So, Ray, wo bist denn du denn? Hey! Ey, ohne Spaß, ist Direct Communication. Probiert mal, wenn ihr weiter weg seid, die Direct Communication da aus. Ich glaube, die ist hier ausgeschaltet. Das kann nee, eigentlich nicht sein. Bis jetzt war die eigentlich immer an hier. Weil der läuft auch gerade weiter. Hey! Ja, gut, ich ignoriere das auch manchmal. Hallo? Keine Angst, ich tue dir nichts. Den soll bleibt jetzt stehen. Oh, wie gern würde ich jetzt hier gerade mit dem Panzer vorfahren, ehrlich gesagt. Naja. Also ist es leider blöd gelaufen. Fabi? Ich bin auf dem Hügel. Okay, dann bist du das. Wo bist du denn eigentlich? Rechts. Ah, da rechts. Dir. Oh, mir rennt jemand. Die weiß nicht, die hört nicht auf mich. Ich will jetzt hier nicht reden, sonst schön die mich, aber. Ja, das probiert ihr nach. Ich probiere den mal einzuholen. Ah, es geht wunderbar, sie rennt ja nicht schnell. weil der. Weiß nicht grad, hat auch noch nichts. Hey! Ich glaub, Ding, das ist deaktiviert, die ignoriert mich, ich renne eben dir, hallo? Ein Bot. So, Ray, jetzt schauen wir mal, ob da noch irgendwas ist. Wenn nicht, würde ich sagen, verziehen wir uns von hier. Ich glaub, das ist ja ausgestellt. Ja, aber die Leiche vom Sascha muss ja trotzdem hier noch irgendwo liegen, oder? Sascha, wo wurdest du eigentlich genau erschossen? An der Ecke, bei der Mauer, Richtung Baracke. Okay, gut, ich renn weiter. Erstmal ein bisschen, dass wir auch Kreuzfeuer machen können. Vielleicht ach doch, ich hab dich reden gehört, wo du Friendly gesagt hast. Ja, ich hab euch auch gehört, also es geht auf jeden Fall. Ja, okay, die ignoriert mich. So. Dann halt nichts. Die werden jetzt entweder zum Tower gegangen sein, weitergegangen. Nee, die sind ins Lager runter, wo wir herkamen. Die kamen nämlich vom Tower. Die kamen von oben, die sind in der Baracke und dann im Lager, da könntest du jetzt hops nehmen. Ja gut, aber ich glaube, die sind schon, wenn sie da drin gewesen wären oder waren, sind sie schon lange wieder weg. Und wieso dreht sich mein Charakter die ganze Zeit? Ja, mach mal eine Auge, macht so Rollen auf die Seite, ne? Ja, jetzt guck mal jetzt, ob deine Leiche da noch liegt und ich denke mal, alles können sie ja nicht gelootet haben. Nee, Quatsch, ich habe so viel Zeug dabei gehabt. Na gut, ich weiß nicht, irgendwo ist der jetzt hin, CRS, ich weiß jetzt nicht wo. Ich hab irgendwie Angst, dass der dann hinter mir steht, oder sie besser gesagt, und mit der Axt sagt. Wenn die jetzt halt da am Wald liegen, Fabi, haben wir Kacke, ne? Dann haben wir Kacke am, Weiß es halt nicht, also ich schätze, dass sie halt meine Leiche gelootet haben. Die waren auch voll unvorsichtig, weil wenn ich nichts gesagt hätte, wären die nicht, hätten die das nicht geblickt irgendwie. Ich war da noch mit beschäftigt, auf die F9-Taste bei mir zu drücken, weil ich das natürlich aufnehmen wollte. Wie man nette Leute kennenlernt, was dann nicht so gut funktioniert hat. So. Bis jetzt sehe ich hier keinen mehr. Darfst du jetzt gerade da am Gebäude entlang? Ich will hier rein, aber weil hier an der Ecke liegt jetzt nämlich nichts, deswegen, ich weiß nicht. Bist du außerhalb der Ecke erschossen worden oder innerhalb? Oh, es hat geschossen. Alter! Außerhalb. Okay, die warten nur auf euch, okay. Ray, ja, ich höre auch gerade einen nachladen. Fuck. Ist er bei dir in der Nähe? Schießt, Alter. Ich bin tot. Echt jetzt? Ich bin tot, er hat mich erwischt auf der Wiese. Alter, das gibt's doch nicht. Gut, dann sind wir alle wieder unten. Nee, ich lebe noch. Aber die schießen die ganze Zeit. Keine Ahnung, wo die stehen. Ah, weißt du, wo er steht? Es ist ärgerlich. Es ist ärgerlich. Na gut, das gehört dazu, also. So, ich mache jetzt. Sowas reg ich mich nicht mehr auf heute. Nein, ich meine, das gehört zum Spiel dazu. Eben. Und, Ja, die warten jetzt hier einfach und knallen uns ab, oder was? Natürlich, ja, also, die können ja nichts anderes. Ich hätte eher gedacht, die sind bei dir, weil du es nachladen gehört hast. Dann war ich jetzt irgendwie, habe ich gedacht, bin ich sicher, aber nein. Schuss, bewusstlos, tot.
Aber die haben irgendeinen Einschuss. Der hat die ganze Zeit bumm nachgeladen, bumm so, nachgeladen. Hat sich voll nach einer Pumpgun angehört. Naja. So, please wait, ich komme neu ins Spiel. Ja, aber ich glaube, das ist so ein Jagdgewehr mit Zoom oder so. Wenn ja, wenn nicht, gehst du halt weg und guckst, dass du nach Berenzino kommst. Na, please wait. Hat's bei dir auch so lange gedauert, Sascha? Ja, musst reconnecten, musst ins Menü raus und wieder rein. Ah. Sonst funktioniert es nicht. Dann beenden wir mal hier komplett. So. Ah, endlich wieder mal hier. Oh, ist alles in frischer Farbe. Ist es wunderbar. Aber ich würde sagen, jetzt mit dem Neustart von meinem Charakter jetzt auch, machen wir ja mal eine kleine Aufnahmepause, Jungs. Und, ja, werden demnächst dann auch wieder durchstarten. Es war jetzt einfach zu viel. Es war zu hart. Ich muss mein Herz die Ereignisse, vibriert immer noch ewig. Ich muss die Ereignisse jetzt erst bearbeiten. Und ich habe seit 12 Sekunden keine Nachricht vom Server, weil er wahrscheinlich neu starten wird. Somit sagen wir an dieser Stelle Tschüss und bis auf bald wieder. Ja, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Danke an meine zwei Kollegen. Sascha, danke an dich. Ja, kein Problem. Für die tolle Aufnahme, auch wenn wir gestorben sind. Ich habe immer die Vermutung, es liegt nur an dir. Okay. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ja, ciao.